Hallöchen, wir machen weiter mit Sekiro, wo wir einen General besiegen müssen. Ich glaube, das war so das, was unsere Aufgabe war. Und ja, bin mal gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Ach, wir sollen. Wir sollten das denn auch benutzen, oder? Ja, das sollten wir. Und wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Eine Gebetsperle. Ich würde sagen, dieser Bossgegner war nicht allzu schwer. Was befindet sich hier? Göttliches Konfetti. Ah. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden und unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Hört sich nach Geistern an. Okay. Kommen wir da irgendwie nach oben? Nope. Ja, dann. Müssen wir wohl hier lang? Obwohl es mir missfällt. Ah.
Oh Gott. Oh Gott. Ich will keine Jump'n'Run-Passagen. Jungs, bitte nicht. Ah. Gajins Konfetti. Der Sempo Hohepriester gab dieses Konfekt einem Attentäter-Clan. Er macht lautlos und unsichtbar, so dass sie kaum wahrzunehmen sind. Man muss aufpassen, um seinen Ehrgeiz zu erhalten. Diese Attentäter erledigen Senpos Drecksarbeit. Einst waren sie Wächter des Tempels. Doch jetzt dienen sie dem Willen der Mönche auf ihrer Suche nach Unsterblichkeit. Ja, dann. Wie ducken wir uns? Wie ducken wir uns? Ja. Okay. Schleichen ist ducken. Hier gibt es nichts Aufregendes, können wir irgendwo. Nee. Ja, dann. Können wir da runterspringen? Ja. Ich glaube, er ist ein Gegner vom Typ Erscheinen. Aua. Okay. Du, mein Freund, bist mir nicht geheuer. Absolut nicht. Wir brauchen Geld. Los. Her damit. Her mit deinem Geld. Wir brauchen mehr Geld. Mehr. Viel mehr.
Gebt mir all euer Geld. Her damit. Ich wollte all euer Geld. Offensichtlich habt ihr nicht allzu viel davon, oder? Ja, kopflose Dings da. Das ist mir bekannt, dass hier kopflose Typen drauf warten, dass ihnen ja nicht direkt ihr Kopf abgeschlagen wird, aber dass sie eine Tracht Prügel bekommen. Wir bekämpfen den Kopflosen mit göttlichem Konfetti. Was zum? Irgendwas läuft da falsch. Ich glaube nicht, dass wir da runter sollten, oder? Na ja. Okay, die haben dann. Die haben dann zumindest 50% mehr Geld dabei. Das finde ich gut. Okay. Also. Also ich weiß noch nicht genau, was wir gegen ihn machen können. Weil so wie mir scheint, dürfte es keine allzu gute Idee sein, ihn da unten zu bekämpfen. Aber ich gehe davon aus, dass wir ihn bekämpfen sollen. Weil meiner Meinung nach das der einzigste Weg ist, der sich uns offenbart. Aber dennoch. Wett. Das wollte ich garantiert nicht. Ich wollte mich garantiert nicht fallen lassen. Ich wollte nur etwas schneller kriechen. Jungs. Jungs. Ist okay, okay. Keine dämlichen Spielchen mehr. Ich hab's verstanden. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir Geld herkriegen könnten.
Immer Mibu-Ballon des Reichtums. Dann schlitzen wir uns mal kurz hier durch. Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass wir Geld brauchen. Gib mir dein Geld. Du auch. Ja, mit dem Geld. Geld her. Gott, was zum Pick? Nicht normal. Hier ist nichts. Okay. Also. Ein Geldbeutel, ein Geldbeutel, ein Geldbeutel. Fasane. Okay. Kügelchen. Nice. Wir finden also lang vergessene Schätze. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ach. So. Also. Wir können bei ihm Sachen kaufen, um unsere Sachen quasi zu lagern. Das ist eine gute Sache, die bei manchen anderen Spielen einfach gefehlt hat. Was ist hier unten?
Wo kommen wir hier hin? Ja, das war nicht mein Plan. Ach, da kommen wir wieder nach hier vorne. Ah, okay. Zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen. Also, wir haben eigentlich nur. Eine Option. Und die ist dieser Kopflose, von dem ich noch nicht weiß, wie wir ihn am besten besiegen können. Außerdem hätte ich gerne diese Verstärkungssache. Ich bin einfach der Meinung, dass es eine enorme Bereicherung wäre, das zu haben. Denn der Schmetterling hat, wie ihr wisst, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Sehr viel Zeit. Und ja, an für sich wäre das sehr, sehr gut. Wenn wir das Ding bekommen könnten. Da unten liegt was. Habe ich beim ersten Mal wahrscheinlich nicht gesehen, aber hier liegt was. Mibu-Ballons. Hier liegt auch noch was. Eisenschrott. Es wird häufig zur Verstärkung eingesetzt und kann als Grundmaterial für Verbesserungen von Prothesenmodulen dienen. Tiefer Schnee und karges Land belasten Ashina. Doch das Eisen, das dort gewonnen wird, ist alles andere als roh. Ah, okay. Ich sehe also. Ich erkenne diese Sache an. Und verstehe jetzt auch, warum es mich quasi dahin geführt hat, weil Verbesserungsmaterialien sind schon gut. Das ist schon okay. Ich hätte auch beim ersten Mal da drauf kommen können. Aber naja. Ich bin ja noch nicht so erfahren. Könnte man sagen, weg mit dir. Weg mit euch, ihr armseligen.
Wichte. Aua. Aua. Aua, Jungs. Das ist alles andere als nett. Vor allem dann auch noch mit dem Oger. Also mit dem dicken Mann da. Nee, wir gehen. Wir gehen. Nein, die Sache wird mir zu heiß. Wenn ihr versteht, was ich meine. Einfach zu heiß. Stirb, du Gockel. Lass mich mal kurz gucken, was hätten wir für Fähigkeiten? Wir könnten Flugkampfkunst. Wir könnten aber auch das holen, wenn okay. Das ist halt so. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich werde mal herausfinden, ob wir irgendwie an ziemlich viel Geld kommen könnten. Das wäre nämlich der Hammer. Aber ansonsten würde ich einfach mal behaupten, wir sehen uns beim nächsten Part und denken uns da mal was aus, was wir machen können. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann und ciao.